Na, komm! Euer Arkanfieber hat sich verschlimmert. Das fügt, ja, toll. Arkanfieber, weil hier überall die kleinen Kristalle sind. Hm, die Wand sieht brüchig aus. Die Wand? So, die Frage, womit soll ich denn dagegen schlagen? Wo ist denn, irgendwas, womit ich hauen kann? Toll. Obwohl, da scheint irgendeine Magie zu wirken und hier nicht. Einfach mal die Statue anklicken, dann kommt man schon weiter. Ich werde jetzt nicht in eine Falle laufen und direkt sterben. Die haben sich bestimmt ein paar Sachen ausgedacht. Für so tapfere Abenteurer wie mich, die einfach nur tief in den Dungeon gehen wollen. Spinnen! Sie sabbern sogar. Habt ihr das gesehen? Es tropfte aus ihrem Maul unten. Nicht genügend Mana für einen Doppelschuss. Na komm, lad genug Mana auf. Die Spinne hat eh ein Problem mit Laufen. Spinnen sind böse. Wir haben auf dem Teamspeak immer Leute mit Spinnenphobie. Dabei wollen sie abends nur in deinen Maul kriechen. Massive Schädel, damit kann ich wahrscheinlich nichts anfangen. Ach nö. Und schon hängt er in derselben Ecke fest. Ich finde es einfach so super, wenn die sterben und dann noch leblos rumfliegen. Die Libelle im Glas. Ich habe auch schon mal, wie heißt, eine Biene im Glas gefunden. Da habe ich auch schon gemeint, es erinnert mich einfach an Zelda. Die Biene im Glas hat volle HP gebracht. Oder ich glaube, nee, es war eine Fee im Glas immer, ne? Oh oh. Deshalb spiele ich übrigens keine Horrorspiele. Ich bin da einfach viel zu seicht betucht für. Bin ich von hier gekommen? Nee, kann nicht sein. Ich komme von oben und nicht von unten. Das mit dem Blitzen fehlt immer super. Es hört sich an, als wenn mein Mikrofon Störungen hätte.
Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, ich Idiot. Komm her. Gleich haben wir Level Up. Dann kriege ich einen weiteren Erinnerungspunkt. So, hier ist eine massive Truhe. Was haben wir? Novize. Dreck geöffnet. Natürlich sind Blitze toll. Blitze sind das Tollste auf der Welt. Wer guckt sich nicht selbst gerne Gewitter an? Obwohl, letztes war hier das Gewitter so hart. Das hat erstmal... Da habe ich echt Schwein gehabt, weil bei vielen Wohnungen sind die... kam durch die Telefonleitung der Blitz dann rein. Eine Stromspitze. Und ich hatte hier wirklich null Schäden. Während zum Beispiel bei meinem Bruder ist alles möglich kaputt gegangen. Fernseher und die Unity Media Box, also der Router letztendlich. Alles sofort Schrott. Und auch bei meiner Arbeitsstelle. Ist auch die Telefonbuchse sah aus, als wenn da jemand mit einem Flammenwerfer dran war. So ist der Blitz da durchgejagt. Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ist Hammer gewesen. Da vorne ist etwas Leuchtendes. Gibt es eigentlich jetzt Endkämpfe? Beziehungsweise, ob es sowas gibt wie ein Endboss? Ah, da ist eine riesige Spinne. Da vorne. Ah. Boah, die hat dich vergiftet. Boah. Boah. Stirb! Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Ach, das frisst Mana von mir auf, wenn ich nah rangehe. Habe ich links unten habe ich auf jeden Fall Mana verloren. Hat die keinen Loot? Irgendwas Spezielles? Ah. Hier ist unser Lohn. Das sieht aus wie eine Falle. Deshalb versuche ich ihn mal zu holen. Vielleicht löst er sie aus. Ach, da ist eine Druckplatte.
Jetzt sagt der Chat schon, worauf ich mich freuen soll. Okay, ein tiefes Loch. Moment mal, wir haben doch eine Schriftrolle. Ja, die kann ich natürlich jetzt nicht benutzen, ne? Haha. So schnell wie der schwimmt, würde ich auch gerne mal schwimmen. Komme ich hier irgendwo raus? Ach, jetzt habe ich die Unterwasseratmung angemacht. Moment, dann gehen wir nochmal zurück. Den toten Abenteuer habe ich gar nicht gesehen auf dem Hinweg. Weil es gibt bestimmt hier noch was zu finden. Jetzt komme ich gleich nie wieder zurück. Zum Beispiel diese Truhe. Ah! Ja, ja, dramatische Musik. Von hier sind wir ja gekommen. Also gab es nur die Truhe in die andere Richtung. Ich hoffe, nach der Unterwasseratmung bin ich nicht einfach sofort tot. Er hat's fast geschafft. Kein Mensch mag Spinnen. Einer geht noch. Ah, ihr tragt zu viel. Warum auch immer ich so viele Eisenschwerter mit mir rumtrage. Der kleine Rucksack, dadurch können wir mehr tragen. Aber an sich macht der ganze Müll das meiste Gewicht aus. Teleport nach Flusshain. Rolle... Und du siehst Schlüssel, Geselle. Rolle Seelenfang. Arcana Verzauberer. Um einen Gegenstand zu verzaubern, müsst ihr magische Effekte kennen und einen gefüllten Seelenstein besitzen. Dass die Seele groß genug magische Effekte lernt ihr, indem ihr Gegenstände zerstört, die den Effekt benutzen.
Moment, hat er jetzt... Ja, ist klar, dass wir Feuerschaden jetzt auf was draufzaubern könnten. Aber der hat doch jetzt nicht beide Eisenschwerter der Flamme zerstört. Nee, nur eins. Gut. Ich kümmere mich erstmal um die Doppelten. Unterwassersarg. Interagiere... Achso, Wassersarg. Zu Cherats Truhe. Benötigt einen Schlüssel. Schlachtaxt beschwören. Feuerblitz. Viel alter Stoff. Also irgendwo werde ich einen Schlüssel finden, oder? Da werden wir wieder rauskommen. Wer ist das da hinten? Zu Cheras. Ach, das ist der, der hier wohnt. Meine Magie ist stärker als deine. Nimbus des Rätselhaften. Okay. Stab von Zu Cherat. Blitze, die 5 Punkte Blitzschaden und halb so viel Mana-Schaden pro Sekunde verursachen. Da ist der Schlüssel. Und der Set-Gegenstand. Blick des Vielgereisten. Preise werden um 3% besser. Einhandangriff verursacht 4% mehr Schaden und erhöht die Ausdauer um 7 Punkte. Und sonst sind hier nur verbrannte Leichen, die alle irgendwie an diesem Altar gammeln. Heil dir, Odin! In diesen zauberhaften Kammern. Ja, ich gebe dir gerne die Absolution. Erstmal die Truhe aufmachen mit dem Schlüssel. Alte Kristallmünzen, ein Haufen. Seelenstein, Genesungstrank, Schockschutztrank. Und zerstörtes Buch, toll. Und egal was ich mache, ich kann mit dem Wassersarg nicht interagieren. Truhen am linken Rand der Halle. Ich gucke sofort nochmal nach, gerne.
Ich trage vielleicht eine Scheiße mit mir rum. So, mir wurde gesagt, auf der linken Seite Truhen. Aber effektiv ist hier nichts. Ah, da! Danke für den Hinweis. Tja, das war ja wohl der Dungeon. Mit kleinem Endboss.